Ja, so, da sind wir wieder zurück zu Dragon Age Origins. Ja, wir sind gerade in Ostergaard angekommen, einer wirklich super tollen Stadt, und ich musste eben gerade die Aufnahme einmal nochmal neu beginnen, weil das Spiel so wirklich arg geruckelt hat. Ging wirklich gar nicht. Ja, hier haben wir Cäsar, irgendwie so ein Typen, Eroberer. Hier haben wir nochmal genau den gleichen. Ja, das ist überhaupt nicht übertrieben, wenn ich zweimal die gleiche Figur da irgendwo hinsetze. Und wir gucken uns erstmal hier um. Oh, hier ist er. Nochmal. Okay, ich muss mich korrigieren. Viermal die gleiche Figur irgendwo hinsetzen. Da muss ich wohl ziemlich toll gefunden haben. Und hier haben wir eine Turmwache. Der Turm von Ishal ist gesperrt. Die Männer, die drin stationiert sind, sichern ihn ab. Was ist denn ein Turm von Ishal? Ich glaube, er wurde einst verwendet, um nach den Wilden Ausschau zu halten, die aus dem Wald kamen. Warum genau ist denn der Turm gesperrt? Auf Befehl von Taren Logain. Der Turm wird von seinen Männern gesichert. Er soll in der Schlacht eine Rolle spielen. Mir wurde gesagt, sie hätten ein paar tiefer gelegene Kammern entdeckt und sie wüssten nicht, wie tief sie genau gehen. Deshalb darf im Moment niemand hinein. Tiefer gelegene Kammern? Ich habe nichts derartiges gesehen, als ich dort war. Aber wer weiß. Ja, die Ruine ist schon ziemlich groß, ne? Sie stammt noch aus der Zeit des Reichs von Tevinter. Sie wurde von Zwergen errichtet. Vermutlich steht sie deshalb noch. Ich sollte gehen. Möge der Erbauer eure Schritte lenken. Ja. Dann. Was? Warum lag das jetzt im Moment so hardcore? Ja, hier kommen wir eh nicht raus. Heute sind stündlich zwei Einheiten eingetroffen und für morgen wird das Doppelte erwartet. Und doch befürchtet der Terran, dass wir nicht genug sein werden. Ja, die Angst ist groß und ich denke einmal, sie wird sich als berechtigt herausstellen. Hier will ich mal hoch. Leiter. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. So, und jetzt die Leiter hoch. Komm schon, das schaffst du. Da, und jetzt springen. Oh, Pause. Komm. Ah ne, stimmt, man kann ja gar nicht springen. Man kann nur mit Alt stehen bleiben. Und Steuerung, bleib mal auch stehen. Super. Und es lä gerade ziemlich. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ich denke mal, ich werde heute dann nur eventuell ein bisschen aufnehmen. Und dann werde ich mich einmal der Lags annehmen. Ich guck mal. Und hier ist noch ein Ritter. Ein Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Euch auch, komischer Ritter, Mann, Rittersmann. Mit einer coolen Maske. Ich finde, diese Masken sehen irgendwie total komisch aus. So streng quasi. So als würde man gar nichts tolerieren wollen und so. Da haben wir noch eine Wie Elfenwurzel. ihr meint. Oh, und wir haben, durch diese Elfenwurzel haben wir jetzt einen Wundumschlag erhalten. Du hast einen Wundumschlag erhalten. Er stellt umgehend einen Teil deiner Gesundheit wieder her. Um den Umschlag anzuwenden, ziehe ihn aus deinem Inventar in deine Schnellleiste. Klicke ihn direkt im Inventar doppelt an oder mache im Inventar einen Rechtsklick darauf und wähle dann Benutzen. Wundumschläge werden in manchen Läden verkauft und Charaktere, die in Kräuterkunde bewandert sind, können selbst welche herstellen. Ein Tiefenpilz. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Stopp. Ja, euch auch, ihr Typ da, obwohl ich den Erbauer nicht mag, aber das ist meine Sache. Ich hab schon mal mit einem Elfen gespielt und da habe ich immer diese Kirche total fertig gemacht. Ja, ich mochte die nicht. Weil die ist wirklich so, es gehört alles uns und, oh. Und es ist übrigens, glaube ich, in allen Truhen immer das gleiche drin. Ist mir gerade so aufgefallen, weil hier war vorhin bei der Aufnahme genau das gleiche drin. Du hast ein Geschenk gefunden. Du kannst es einem deiner Gruppenmitglieder geben, indem du das Inventar öffnest, I zu dem entsprechenden Begleiter wechselst, dann mit der rechten Maustaste auf den Gegenstand klickst und im Kreismenü Geschenk auswählst. Jedes Gruppenmitglied bevorzugt eine bestimmte Art von Geschenken und einige Gegenstände sind für spezielle Charaktere so kostbar,
dass die anderen sie ablehnen werden. Da deine Gruppenmitglieder sich manchmal weigern, über sich selbst zu sprechen, wenn ihr unterwegs seid, ist dein Lager der perfekte Ort, um ihnen Geschenke zu machen. Ja, genau. Meine Rede. Ah, und... Oh, Mann, diese Berge, sie sehen so geil aus. Muss jetzt einfach mal gesagt werden. Und die Sonne steht oben, wie ein großer glühender Ball halt am Himmelszelt steht, ne? Wo geht's jetzt hier am besten lang? Da ist halt der Turm von Ishall. Und dann wollte ich noch mit dem einen Ritter sprechen, obwohl der, glaube ich, auch nur so einen Spruch ablassen wird wie: Ey, der Erbauer möge euch beschützen. Alter. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Genau das. Oder was haben die denn noch für Sprüche drauf? Ich glaube, ich stelle mich einfach mal an einen ran und laber ihn dicht. Da ist ein Soldat. Das ist ja der von vorn. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Haben die nur den Spruch drauf? Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Das klingt ja fast wie eine Schallplatte, die festhakt. Oh mein Gott. Immer den gleichen Spruch. Hätten sich den Entwickler auch mal ein bisschen mehr einfallen lassen können. Obwohl, das haben sie eigentlich schon getan, aber... Nun ja, und hier haben wir, ein fünftes Mal die gleiche Statue. Ich wette, ich habe jetzt irgendwo noch 10 übersehen, die irgendwo da hinten noch stehen. Locker aufgereiht. Und... Ui. Geht ganz schön tief runter hier. Befestigungsanlagen. Sehen auf jeden Fall cool aus. Ja. Und dann... Hier halt weiter, ne? Einmal über die Brücke. Ui. Lex. Entschuldige mich schon mal für die Lags, ich guck mal, Hallo. Ob ich die... Ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Ob ich die irgendwie bis zum nächsten Mal, hinkriege. Was sagt er uns denn noch so? Ich wette, dieser Ort hat schon seit Jahrhunderten nicht mehr so eine Betriebsamkeit erlebt. Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Wo finde ich denn Duncans Zelt? Nicht weit von hier, einfach geradeaus, direkt hinter dem königlichen Feldlager. Die meisten eurer Kameraden sind bei den Truppen im Tal. Aber die Rekruten sollen vorerst hier oben bleiben. Oh. Wo ist denn dieser graue Wächter namens Alistair? Versucht es weiter nördlich. Ich glaube, er sollte den Magiern eine Nachricht überbringen. Was wisst ihr denn so über Ostagar? Soweit ich weiß, war es vor langer Zeit eine Festung. Damals, als die Wilden in die Ebenen eingefallen sind. Ihr wart am östlichen Ende der Ruine. Der Turm von Ishall steht dort, aber Taryn Loghain hat ihn bis zur Schlacht schließen lassen. Auf dieser Seite ist das Lager des Königs. Wir haben die Grauen Wächter, den Zirkel der Magi, die Kirche, jede Menge wichtige Persönlichkeiten. Kann ich hier dann irgendwo Ausrüstung bekommen und mehr, falls du verstehst, was ich meine, so... Rotumschläge? Beim Quartiermeister. Ihr findet ihn ein Stück weiter im Nordwesten. Wo ist denn der König? Vermutlich in seinem Zelt. Er und Taryn Loghain halten sich im südwestlichen Teil des Lagers auf. Der König verbringt allerdings viel Zeit mit seinen Soldaten, manchmal sogar ohne seine persönlichen Wachen. Das macht Taryn Loghain wahnsinnig. Das ist halt auch nur ein Mann. Der Zirkel der Magier ist hier. Einige Magier ja. Sie haben sogar diese unheimlichen, ruhigen Typen mitgebracht. Diese Besänftigten. Wenn sie sprechen, läuft es mir immer kalt den Rücken runter. So kühl und ausgeglichen. Sie sind nördlich von hier, auf einem Fleck mit einer Horde Templer, die sie wütend anstarren. Ihr könnt sie nicht übersehen. Oh Mann, hört sich nach einer Idylle an. Ist das da hinten Hundegebell, dieses komische Zeug da, das wie Hundegebell klingt? Das hier ist Ferelden, nicht wahr? Die Hundezwinger des Königs sind im westlichen Teil des Lagers. Die vielen Hunde verbreiten einen ziemlichen Gestank. Das sind allerdings keine süßen Welpen. Einige dieser Hunde haben die dunkle Brut gebissen und zu viel von ihrem Blut abbekommen. Es wirkt wie Gift. Ein langsamer, qualvoller Tod. Grauenhaft. Oh mein Gott, wie schade. Ich möchte euch noch etwas anderes fragen. Dann lasst mal hören. Ich mache mich auf den Weg. Dann wünsche ich euch viel Glück. Hat er noch? Oh, und ich kann gleich wieder vorlesen. Ja! Und dann kann ich noch ein bisschen... Ich frage noch ein bisschen aus. Braucht ihr eine Richtungsangabe? Moment, ganz kurz. Ja, so, da bin ich dann wieder... Richtungsangabe. Ich bin Zwerg. Hallo, was denkt ihr denn über mich? Denkt ihr, ich komme mir nicht an der Oberfläche klar? Junge, ey. Denkst du, ich komme mir nicht klar, ey? Alter. Also, ich komme... Ich...
Ich komme klar. Vielen Dank. Dann wünsche ich euch viel Glück. Jetzt weiß ich nicht, wo ich lang gehe. Ich glaube, ich gehe erstmal links lang. Hier ist noch ein bisschen Pampa. Oh, hier haben wir das königliche Lager. Schön. Königliche Wache. Grüße. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Oh. Wisst ihr, wo der König ist? Ich glaube, er trinkt mit den grauen Wächtern im Lager. Ihr müsst wissen, dass er große Achtung vor ihnen hat. Genau wie sein Vater vor ihm. Oh, cool. Ich versuche ihn mal zu überreden, aber ich glaube, das funktioniert nicht, weil ich zu wenig Überzeugung habe. Erzähl mir vom König, ihr müsst ihn oft sehen. Das tue ich wohl, obwohl er einen Großteil seiner Zeit mit den grauen Wächtern verbringt. Er begleitet sie, wohin auch immer sie gehen, um genau zu sein. Taren Loghain sucht den König so oft wie möglich auf und diskutiert mit ihm über die kommende Schlacht. Aber der König winkt einfach ab. Der König will die Verderbnis in einer einzigen großen Schlacht beenden, die die Barden noch in Jahrhunderten besingen werden. Haltet ihr das für möglich? Ich habe da ehrlich gesagt so meine Zweifel. Genauso denkt auch der Taren. Doch am Ende wird er dennoch tun, was der König will. Der König war amüsiert, als der Taren ihn unverantwortlich nannte. Und sie haben sich wegen der Königin gestritten. Oh mein Gott, ist da etwa ein Komplott am Werk? Wegen der Königin? Sie ist die Tochter des Taren. Er war über irgendetwas, was sie oder der König getan hat, nicht besonders glücklich. Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte vermutlich nicht darüber sprechen. Okay, dann hau ich mal ab, ne? Wie ihr wünscht. Oh, und ich hab ganz vergessen. Codex-Eintrag. Oh, wir haben hier Kreaturen. Erzdämon. Weiß gar nicht, hatten wir das hier schon? Ich glaube schon, ne? Also, in ewiger Finsternis suchten sie nach denen, die sie aufgestachelt hatten, bis sie schließlich ihr Ziel erreichten. Ihren Gott, der sie verraten hatte. Den schlafenden Drachen Dumat, ihre Verderbtheit verdarb sogar den falschen Gott. Und der Flüsterer erwachte, schließlich voller Pein und Angst, und führte sie an, Zerstörung zu bringen über alle Länder der Welt. Die erste Verderbnis. Sieht an wie der erste Tag. Halt aus der Erschöpfungsgeschichte, ne? Die falschen Drachengötter des Reichs von Tywinter liegen tief in der Erde begraben, wo sie gefangen sind, seit der Erbauer sie gestürzt hat. Niemand weiß, was die dunkle Wut bei ihrer unermüdlichen Suche nach den alten Göttern antreibt. Vielleicht Instinkt, wie Motten, die ins Feuer der Fackel fliegen. Vielleicht der Rest eines Rachedurstes gegen jene, die den Magister dazu treiben, sich gegen den Himmel zu stellen. Aber wie auch immer, wenn die dunkle Brut einen jener alten Drachen findet, wird er umgehend von der Verderbtheit ergriffen. Er erwacht, völlig verdorben, und führt die dunkle Brut zum Großangriff. Eine Verderbnis. Haben wir noch Kultur und Geschichte? Die Kastenlosen? Das hatten wir schon. Ich dachte gerade, das müssen wir auch noch lesen. Die Festung von Ostagar markiert den südöstlichsten Punkt, bis zu dem das alte Reich von Tywinter in die Gebiete der Barbaren vorgedrungen war. Sie galt einst als eine der wichtigsten Befestigungen südlich des Wachen Meeres. Am Rand der Kokari-Wildnis gelegen, sollte sie jedes Zeichen einer Invasion der Barbaren melden, die heute als Wilde der Chasen bekannt sind. Die Festung befand sich an einem engen Pass in den Hügeln, und wer die fruchtbare Ebene im Norden erreichen wollte, musste an ihr vorbei. Aufgrund ihrer strategisch optimalen Lage war es für die Wilden ausnehmend schwierig, sie anzugreifen. Wie die meisten Anlagen des Reichs im Süden wurde Ostagar nach dem Niedergang von Tywinter während der ersten Verderbnis verlassen.